Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. Und ich habe Maus mit dabei, die noch nicht so richtig reden kann. Aber okay, sie kann halt winken. Gut, wir haben Halloween-Event. Ja, Geburtstag ist von Fallout. Free to play. Ja, und wir haben neue Challenges. Ja. So, dann wollen wir mal richtig reindüsen hier. Fangen wir erstmal an. Wir haben heute, stelle eine große Menge Holz her, Goldstern, schließe ein Event ab, töte 10 Grubenhauer, verkrüppelt Grubenhauerköpfe, Halloween töte gruselige Halloween-Verbrannte für eine Lunchbox. Das, was ich jetzt mit Mausi jetzt schon abgeschlossen habe, ist einmal, tritt ein Team bei, hahaha, ja gut, und die Süßigkeitenschalen, das ging jetzt relativ flott und einmal kurz durchloggen und fertig. Ich habe das noch vom letzten Jahr und von davor letzten Jahr noch auf derselben Position stehen bei den meisten Camps, also passte das. Und naja, alle meine Charaktere haben meistens schon über 15 Süßigkeiten, dementsprechend nur einmal kurz raus und rein. So, dann haben wir in den wöchentlichen, schließe eine tägliche Goldstern-Challenge ab, baue eine Lichtquelle in einer Werkstatt oder Camp, baue Verteidigungsgeräte oder Herstellungsgeräte in einer Werkstatt oder Camp 10-mal, schließe die tägliche große Kürbissammler-Challenge ab, 1 von 3, dann haben wir noch die tägliche Süßigkeiten-Verteilen-Challenge, 1 von 3, dann haben wir 3 Events, 30 Grubenhauer, verkrüppel Körperteile von Gegnern, verwehrte Schrott, um Glas herzustellen, verwehrte Schrott, um Schaltkreise herzustellen und Halloween töte gruselige Verbrannte, wiederholbar 0 von 50. Das hier wird immer alle Woche resettet, das heißt, guckt, dass ihr dann halt auch immer, ja, nicht bei 49 stehen bleibt oder so, weil, ne, jeden Dienstag wird das einmal resettet. Es gibt immer 3 Tragkapazitätsbooster, das heißt, ja, kann man sich wirklich gut erfarmen. Spielt man mehrere Charaktere, bedenkt bitte dran, wenn ihr mehrere Charaktere spielt, dass immer der quasi den letzten Verbrannten erschossen hat. Für den gibt es dann die 3 Tragkapazitätsbooster. So, ansonsten haben wir jetzt noch 3 Sachen, die zum Event gehören. Das Mottenmann-Nest, sehr, sehr geiles Camp-Item. Ja, und halt das Skelettkostüm, glaube ich, war das blau? Ich glaube, es war blau. Ich meine, das müsste das sein, vom Namen her sehen werden wir später, wenn wir es fertig haben. Aber frühestens in 3 Tagen. Dementsprechend, ja, müssen wir mal gucken. Machen wir jetzt nochmal einen Roll. Ja, will ich irgendwas wegrollen? Ja, komm, ich roll mal eine große Menge Holz weg. Baue im freien Kameramodus Wandschrank in einer Unterkunft. Ja. Haben wir hier noch irgendwas? Baue Lichtquellen, baue. Ja, wenn ich sowieso bauen muss, dann bauen wir. Komm, Events machen wir mal weg. Kein Bock auf 3 Events. Töte 10 Floater. Okay. So. Ich als Papotron-Turtle werde jetzt erstmal in den Untergrund gehen, dort erstmal was hinstellen. Und ansonsten, ich werde jetzt nur die Woche, also sagen wir mal so, solange das Event da ist, werde ich größtenteils alles ausfallen lassen, bis auf Verbranntenjagd und Challenges. Das heißt quasi, ja, ist mir egal, was da jetzt aufploppt. Das kann jetzt sogar ein Räumungsbescheid sein. Ist mir egal und so, ne? Weil Räumungsbescheid und Co. kann ich immer machen. Das kann ich leider nicht immer machen. So, jetzt machen wir hier wieder irgendwelche Poster hin, würde ich sagen. Na komm, nun dreht das mal richtig rum, damit ich da ein paar mehr schnell hinsetzen kann. Ich habe doch keine Zeit hier. Ah! Jetzt will mich das... Irgendwelchen Wandschmuck irgendwo hinklatschen, ja, ja. So. Erstes fertig. So, das haben wir fertig gemacht. Papotron ist glücklich. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zuallererst zum Flughafen. Event triggern. Das wichtigste Event des Tages, um Halloween-Verbrannte zu bekommen, ist nämlich das gute Kollisionskurs. Und das wird gleich natürlich die erste Amtshandlung sein. Einmal schnell über den Flughafen drüber gesippelt und dann geht's los.
So. Na, verkrüppelt Kopf. Das ging ja relativ leicht. Machen wir erstmal ein bisschen Piu-Piu. Nee, der hat nichts. Oh. Das Gute ist, dass wir heute Verbrannte machen. Wir kriegen recht viel Munition. Gut geschrieben. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass wir halt auch Halloween-Verbrannte kriegen. Das heißt, wir gehen halt mal so die ganzen verbrannten Orte ab. Ja, ich habe schon irgendwo einen erledigt. Ich hab's noch nicht mal mitgekriegt. Ach, hier lag einer. Ah, gut. Ja. Papotron Turtle findet das toll. Papotron Turtle muss weitermachen. Und nebenbei immer noch Piu 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 machen. So, hier haben wir jetzt alle Verbrannte. Das heißt, wir kommen jetzt gleich immer näher dem Kollisionskurs. Ich hoffe, Mausi macht auch mit. Also, warum winke ich eigentlich? Die hört mich doch. Die hört mich doch. Ach, gucke mal an. Da ist sie ja schon. Hehehehe. Achtung an alle Responder. Dies ist eine Nachricht der höchsten Prioritätsstufe. Auf dem Radar haben wir einen Frachtbot im Anflug entdeckt. Wir müssen die Landezone sichern, damit er seine Vorräte abwerfen kann. Wir brauchen die Vorräte. Aber der Frachtbot wird viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Bereit machen zum Kampf. Okay, ich habe hier schon mal den ersten Halloween-Verbrannten. Reicht das, wenn ich dir einfach mal so in die Fresse hau? Ja. So, haben wir schon mal Nummer 1. Hängen die da oben jetzt wirklich fest? Ah, da oben ist noch ein Halloween-Verbrannte. Die rennt schon wieder weg. So, komm mal runter da. Mausi will auch noch auf dich schießen. Und du bist nichts wert. Das heißt, du wirst erschossen. Ja. Gut, wunderbar. Kann die nächste Welle kommen. Oh, das wird wieder schön legendären Zeug regnen. Auch wenn es größtenteils nur ein Sterne ist oder zwei Sterne. Ich gehe mal nicht davon aus, dass ich da irgendwas Geiles rauskriege, aber egal. Könnte ja sein, ne? Oh, da hinten kommt schon der nächste legendäre. Rechte Seite Maus, genau. Ach, jetzt haut er ab. Mausi hat ihn angeschossen. Und er haut ab, er flieht. Spooky, spooky. Verbrannte. Wollte ich eigentlich lieber Skeleton sagen, aber... Die Verbrannten rücken an. Oh nein! Was? Nur zwei? Ich fühle mich verapelt. Oh, er hat aber wirklich nicht viele. Oh, von oben kommt wieder einer. So, du zählst nicht. Ah, du brennst schon. Attacke! So, Lunchboxen. Na, apropos, wenn wir Lunchboxen jetzt sowieso gekriegt haben. Friss, Mausi! Oh, da kommen gleich nochmal zwei. Muss mich beeilen. So. Ja, das waren die Verbrannten. Ein Frachtbot befindet sich im Anflug. Augen nach oben, Leute. Hehehehe.
Dann krieg ich gleich einen Hustenanfall. Und ja, ich mag das Halloween-Event. Jedes Jahr auf neue. So. Das heißt, wir haben jetzt da schon mal fertig. Dann müssen wir jetzt gleich nur mal ein bisschen klein machen hier, wenn der Bot hier kommt. Jetzt wollen wir auch noch die Eventbelohnung natürlich haben. Und dann müssen wir erstmal gucken, also ich mache ein paar Challenges. Ich nehme mir mal irgendeine... Ich nehme den Flughafen ein, weil im Flughafen können Verbrannte spawnen von Wellen von Angriff. Sogar mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit. Dementsprechend nehme ich dort die Werkstatt ein. Dann bauen wir da alles auf. Da hätten wir dann auch am ehesten mit ein bisschen Glück einen Angriff, der aus Verbrannten besteht. Das wäre natürlich optimal. Gut, es sind auch nur 20%. Der Rest ist halt auch irgendwas mit Supermutanten und ähnliches. Muss halt schon mit Lack verbunden sein, aber okay. So, denn ab zum Flughafen. So, und wir gehen aber zu den Somerville Docks. Weil dort ist auch ein verbrannten Bäschen. Und den werden wir uns doch auch nochmal ganz fix krallen. Das heißt, wir werden jetzt hier wieder ein paar viele Spawnorte der Verbrannten einfach mal absemmeln. Ich muss auch immer gucken. Also Events werde ich nur machen, wenn jetzt irgendwas ist, wo ich jetzt hundertprozentig weiß, jo, da kriegen wir Verbrannte her. Ansonsten, ja, nehme ich mir einmal für Ghule halt nochmal, für Grubis halt nochmal ein bisschen was. So, das waren schon die Körperteile. Ich habe doch eigentlich gar kein Körperteil-Dings drin, oder? Nee, habe ich nicht. Der Alien Blaster macht ja mal richtig gut Körperteilschaden. Na gut, wir müssen eh ein paar Köpfe verprügeln. Aber ich höre hier keinen. Machen wir trotzdem alles weg. Böse Ratte. Lass mir meine Verbrannten. Hä? Da ist noch einer? Wo hast du dich versteckt? Komm raus, wo immer du bist. Erwischt. So. Und jetzt ab zum Flughafen. Den Flughafen übernehmen. Was jetzt nicht sonderlich schwer ist. Sind ja nur ein paar Mutanten. Knochenbrüche sind es auch. Aber könnten ja eigentlich hier, ne, und so die neue Lackierung mal heute ein bisschen durch die Welt laufen lassen. Passt heute besser zum Halloween. Gute 5-5-5-6er. Mal einfach ein bisschen durch die Gegend bolzen hier. Und Level up! Na, haben wir schon alle? Ne, einer fehlt noch. Oh, ein Floaty. Ich brauch dich noch. So, dann nehmen wir erstmal das Ding ein. Dann könnte ich mir hinten auch die anderen Floaties noch holen, ne? Wäre, glaube ich, kein so verkehrtes Dealchen. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Wir mussten Lichtquellen, wie viele? 9. Und Verteidigungsgeräte. Oder Herstellungsgeräte. Okay. Immer der Gerät und so, ne? So. Geht das auch im Flugmodus? Der Gerät. Und so. Na, guck mal, Licht können wir doch hier... nee, das ist mir doch ein bisschen zu teuer für einfach nur hinhängen. Haben wir nicht hier, wo ist es denn?
Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da. Machen wir uns doch hier. Ein paar Kerzen oben drauf. Soll ja schön aussehen. Haben ja mittlerweile genug. So, Gerät. Der Gerät. Toilette. Zählte Toilette als Gerät? Ich glaube nicht. Jetzt muss ich erstmal abwarten, weil jetzt habe ich erst die Lichtquellen gemacht. Ja, 7 von 9. 8 von 9. 9 von 9. Ja, Toiletten zählen auch. Das heißt, wir schmeißen jetzt hier Toilettenhäuschen hin. So. Und dann kann man immer sagen, hallo Maulwurfsratte, hallo Maulwurf, hallo Maulwurf, hallo Maulwurf, hallo Maulwurf, hallo Maulwurf. Und immer so weiter. So. Gut, hier müssen wir jetzt auf den Angriff warten. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, dass wir mal nach Welch gehen. Den Husten natürlich ignorieren. Und jetzt schnell noch mal ein paar Grubis wegknattern. Nehmen wir auch wieder den Alien Blast dafür. Papotron Turtle will der jetzt ein bisschen fertig werden mit. Ja, siehst du, wird auch gleich angegriffen. Perfekt. Ja, siehst du, erster Kopf haben wir. Köpfe haben wir fertig. Jetzt wird nur noch gepiu-piu-piu-piut. Ich mag den Alien Blaster immer noch. Auch wenn er momentan eigentlich schon wieder zu stark gebufft ist. Der wird bestimmt wieder seinen Nerf erhalten, aber hey. Nutzt man ihn, solange man ihn hat. Irgendwann wird er wieder genervt. So, das waren schon mal die 10 Grubis, die ich brauchte. Das heißt, wir brauchen jetzt natürlich noch ein paar mehr. Na, wo sind sie? Ich höre euch. Ich höre dich stapfen hier. Ah, Maulwurfsratten. Na gut, Maulwurfsratten kann überrennen und er ist gut. Ich will doch nur meine Gubis. Oder verbrannten. Die da hinten nehme ich natürlich auch gern mit, ne? Ist eigentlich wurscht. Hauptsache sind verbrannte. Oh. Sogar noch Gubi-Aufseher. Ne, ist aber nett. So. Raketen gibt's auch gleich noch mit da oben drauf, ey. Ist ja der Wahnsinn. So, jetzt laufen wir hier einfach noch mal weiter bis zum Bahnhof durch. Da gibt's ja auch noch mal ein paar Grubis. Ich mache nicht nur noch ein kurzes Stückchen leer. Grubenhauer, Handschuhe und so weiter wiegen halt noch sehr viel. Aber das passt. So, dann einmal hier Verwertungskiste und let's go. Ich kann auch mal einen Schluck Wasser nebenbei trinken, ne? Das könnte helfen, habe ich gehört. Und eigentlich müsste ich auch noch mal ein bisschen looten. Wir brauchen ja eigentlich noch Plastik und so ein Käse. Ihr seid hier schon wieder alle tot. Oh. War das aber nicht. Ein bisschen Glas kann man ja nebenbei mitnehmen. Kann man alles so ein bisschen nebenbei mitnehmen? So.
Puff. Ach, ein Matze winkt. Ja, mal gucken, ob er den Weg aufs Teamspeak findet. Piu, 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 piu. Es fehlen mir noch ein paar Gobis. So, da unten drin waren ja noch welche. Habe ich die hier oben jetzt erwischt? Alle? Sieht gut aus. Dann holen wir uns die da unten doch mal drin. So, jetzt fehlen noch drei ganze Grubis. Hoppala. Ruppel die Zuppel hier. Darf noch nur einer fehlen. Na, ich glaube, hier hatten wir jetzt keinen mehr, ne? Im Klo waren die letzten. Nein, ich habe irgendwo einen vergessen. Im Eifer des Gefechts. Nur wo? Visionskern? Nee. Ruby, meld dich mal. Wo hab ich dich vergessen? Wo bist du hingelaufen? Nicht anwesend, scheinbar. Na gut. Machen wir hier erstmal alles kleine, Mann. Ja, keine Ahnung, wo ich jetzt den letzten Grubi hier verpasst habe. Irgendwo bestimmt. So, vielleicht haben wir hier noch einen Random Spot. Ubi, wenn wir Glück haben. Ne, es ist ein Ghoul, ist auch ein Ghoul. Ebenfalls Ghoul. Hier steht ein Panzer rum. Okay. Kein Glück. Kein Glück. Dann holen wir uns hier die Floater hier vorne wenigstens schon mal. Davon brauche ich ja auch 10 Stück. Darf ich auch gar nicht vergessen. Brauchen ja auch Floaters für die Daily. Ah, kein Glück. Jetzt will ich den Grubi aber noch haben hier. Den letzten. Wir haben hier vorne noch einen Random Encounter, der Grubis beinhalten kann. Komm schon. Ich will jetzt nicht noch irgendwo hinporten müssen und einen einzigen Grubi wegtöten. Die denken auch, ich Mopsi. Aber sowas von. Nehmen wir den. Jawohl. Das war nur noch ein einziger. Na gut, dann war es halt nur noch ein einziger. Dann ist das so. Gut. Dann gucken wir jetzt mal. Wir könnten jetzt nochmal 6 Floater gebrauchen. Dann haben wir das auch nochmal fertig. Muss ich aufpassen, das sind ja noch immer jetzt die 3 Tage, die Event-Dinger offen. Ich denke mal, ich habe nicht alles gemacht. Warum nicht? Aber ich darf sie ja noch nicht fertig abschließen. So, machen wir erstmal euch hier. Na, habe ich ihn erwischt? Nicht ganz. So.
Vielleicht schmeiße ich mal was runter. Erwischt. So, alle bekommen. Wunderbar. Sollte ja heute auch schnell gehen. Gut, nehmen wir uns hier einmal alles mit. Und dann würde ich sagen, mit diesem wunderschönen Ausblick auf Big Mom machen wir einen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.